wir haben einen blauen Umschlag bekommen. Ein blauer Umschlag ist eins von den wirklichen Spielen. Wir werden dann Teams bilden und werden dann die Teams aber auch durchmixen. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich so machen, dass wir zwei Team-Captains haben, die dann ihre Teams immer neu wählen sozusagen. Halleluja. Weil später kommt ja noch eine sechste Person dazu. Ich würde sagen, weil wir gerade in der Unterzahl sind, machen wir zwar die Team-Captains vielleicht. Das können wir machen. Machen wir das? Und dann die wählen wir das Team. Im Korb. Perfekt. Das heißt, das ist Team Chris gegen Team Veni. Im ersten Spiel. Vielleicht eine kleine Zusatzinfo noch. Es gibt auch eine Konsequenz nach den Hauptspielen. Was? Also es geht auch um etwas. Ja? Okay, wir spielen Price is Right. Wir bekommen nacheinander Bilder von Gegenständen gezeigt, wo wir den Preis möglichst genau schätzen müssen. Nachdem ihr ein Bild gezeigt bekommt, habt ihr Zeit, um euch zu beraten und auf einen Beitrag zu einigen und auf einen Zettel zu schreiben. Danach wird aufgelöst. Wer näher dran ist, bekommt den Punkt. Wenn beide Teams den gleichen Betrag raten, bekommen beide einen Punkt. Wer zuerst 10 Punkte sammelt, gewinnt. Wollt ihr zwei ein Team bilden und ich bin ein Team mit Xenia und Laura? Wir können so machen oder zuerst cherish den Papier und der darf die erste Person wählen. Das ist, ihr habt doch einen Vorteil, ihr seid ein eingespieltes Team so. Das Ding ist auch, ich würde sie so oder so nehmen, weil in letzter Zeit läuft auf unserem Fernseher so viel Bares für Rares zu Hause. Also wirklich. Also sind das jetzt wirklich 14 Gluraks, die verkauft werden? Was da sagt uns, glaube ich, keiner. Niemand. Glurak-Sammlung und eine Base Set Display First Edition. Habt ihr eure Antwort? Wir haben eine. Okay, dann machen wir zeitgleich ein Reveal. Ja. 3, 2, 1. 6.500 Euro. 4.100. Aber wir sind schon bei derselben Range. Ja, genau. Ja, genau. Ich auch. 150.000! Okay, nächstes. Aufwärmrunde. Aufwärmrunde. Ja, ja. Nö, steht 1-0. Oh! 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 Okay, und los. Okay, Boah, das wäre schon krass. Gut, dann revealen wir in 3, 2, 1. Oh Gott. 125.000. Wir haben 400.000. 1,2er rated, was es gibt. Boah, was? Boah, dann waren wir ja noch richtig low. Ach du Scheiße. Ja. Okay, next one. Ach, das weißt du. Junge aus Automatik 1973. Ich habe noch nie etwas von dieser Uhrenmarke gehört. 3, 2, 1. Was habt ihr? 12 Euro. Ich habe 7.000. Aber wenn die jetzt 12 Euro wert ist, dann... Das wär Plot. Das ist ja Giga. Okay, aber das Ding ist, ich glaube, dass das wäre... 60! Weiß ich auswendig. Euro oder Dollar? Ist das dein Scheiß erst? 3, 2, 1. 1 Million. 1,35 Millionen. Und was ist es? Ja. 1,5. Oh, ihr seid so gut. Ah, das weißt du auch. Ah, das weiß ich überhaupt nicht. Ich kann das preiskategorisch gar nicht einschätzen. 3, 2, 1. 65 Euro. 151 Euro. Aber das Ding ist halt, ich denke mir halt... Zu verschenken. Okay. Was? Oh. Dann 3, 2, 1. 281. 387. Weil ich dachte so, ich habe diesen Skin noch nie gesehen. 1700. Okay. Okay. Ja. Aber den Punkt nehmen wir. Den Punkt nehmen wir. So. Wären den West gewesen. Bösendorfer Salonflügel. Oh, dann machen wir 3, 2, 1. Ich habe 10k. 15. Aber die Preisrange ist ähnlich. 48.000. Okay. Das ist doch ein guter. Alright. Boah, wir sind so am Verkacken gerade. Ey, das ist doch irgendein PNG aus dem Internet. Bro, was das, ist das, was das ist? Ist das die PUBG-Pen? Ja! Nein! 3, 2, 1. 20. 82 Cent. Das ist so viel wahrscheinlicher. Nein! Ja, unser Punkt! Let's go! Okay. Ich hab das mit 12. Ah, das weißt du. Zelda, man, das Mask, N64 Limited Edition. Nintendo selten. Ja. Das ist nichts wert. Und deswegen hast du welchen Preis? Deswegen habe ich 42 Euro. Ich habe 450 Euro. Ich gebe doch nicht was um 400... Was? Oh Gott im Himmel. Ah, guck mal, mein E-Sports-Team. Och, Digga, was sind... Die Frage ist, wie viel sind die Sticker wert? Wer von euch schaut so viel ohne Pixel? 3, 2, 1. 4.666. Wow! Okay. Okay. Ich wollte erst 500 gehen. Und dann dachte ich mir, nein, eher 700, falls ihr höher ansetzen würdet. Crazy. Geil. Okay, ich hätte gedacht, dass es mehr ist. 2, 1, 0 Euro bzw. zu verschenken. Wir haben 8.000. Was? Ja. 25.000? Ja, das ist... Oh. Boah, wo ist Henke? 3, 2, 1. Wir haben 95. 120. Oh, es kann gut sein. Ah, ich wäre so gut mit 90 gewesen. Boah, wir haben aufgeholt. Let's go. Sehr gut. 3, 2, 1. Ich habe 180. 25, kostet 12 Euro. 20! Wow! Was? Was? 3, 2, 1. 14,90 Euro.
Ja, okay. Ich wusste auf jeden Fall, dass es über 10 Euro für eine... Was? Das kann nicht, das stimmt nicht, oder? Hast du zwei gekauft damals? Nein, die kosten 14 Euro. Es ist komplett absurd. Das ist da drin. Eine Segeljacht. Das weiß ich. 3, 2, 1. Ich habe 320.000. Was? 65.000. Was? In welcher Welt? Okay, ja. Ist das Werwolf? Ist das gerade ein Spiel? Ich wollte gerade sagen. 3, 2, 1. 20 Euro. 9 Euro. Da bin ich raus. Ist halt ein Fohlen. Kann auch 4 Euro wert sein. 3, 2, 1. Ich habe 12.000 gesagt. 2.500. Mein Guess ist Anbieter Landwirtschaft. Das ist ein Bauer. Oh, ja. Mein Guess war, das ist einfach nur ein Bauer, der das loswerden will. Ja. Was? LTE, was? Und der LTE runter. Krypto-Mining. Bro, ich brauch sowas zum Streamen. What the fuck? Funktion. Und LTE Router. 3, 2, 1. Soll ich die überhaupt zu verschenken? Wir haben 10.000. Es ist halt entweder zu verschenken oder es kommt. Ja! Zwei, let's go! Man gewinnt bei 13 Punkten. 3, 2, 1. Wir haben 500. Wir haben 450. Wow, okay. 3.000 Euro! Oh, Ultimate Gaming PC All White GeForce RTX. 3, 2, 1. 4.100. 3, 2. Boah, wir sind was? Noch gut! Wow. Yeah. Oh, jetzt viel Spaß! 3, 2, 1. Wir haben 65.000. 37,5. Boah! Ah, ja. Oh, 13,8! Also, ihr hättet schon einen Hecher. Das bedeutet jetzt, wir haben einen Gewinner für das erste Spiel. Ein Gewinner-Team jetzt. Christoph Luna. Sehr schön!